Zugangsgeräusche haben wir ganz kurz besprochen. Was ist es mir wichtig? Ist es mir wichtig, zwei, drei Fragen zu stellen? Erlaubnis einholen. Richtig, genau. Nicht vergessen. Toll, Markus. Wer die vergisst, ihr bekommt sie immer, 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 immer. Wer sie mal nicht bekommt, kriegt eine Flasche vom feinsten Abwasser. Nein, den lade ich zum Essen ein. Restaurant seiner Wahl. Thema Zugangsgeräusche. Wenn du es genau so machst, ja? So. Fällt mir eine schöne Geschichte zu ein. Zugangsgeräusche. Sag ich schnell was dazu, bevor du die Geschichte bringst. Mhm. Manchmal am Telefon ersetzen wir die Frage in Stufe 4, was ist Ihnen sonst noch wichtig? Die ersetzen wir durch solche Geräusche. Ja. Und dann reden die Leute einfach weiter. Ja? Hilft, dann läuft das Gespräch, bleibt weiter im Fluss. Also das Gegenteil, das Gegenteil davon wäre dieses das wäre dann Abgangsgeräusch. Warum reden die Leute einfach weiter, wenn wir dieses wenn wir das machen? Warum? Weil das positiv verankert ist. Ja. Zugangsgeräusche sind unter anderem Stöhnen, weil jeder von uns mit Stöhnen was Positives in Verbindung bringt. Also jetzt nicht das, an was ihr jetzt gleich wieder denkt. Doch, daran habe ich gerade gedacht. Ich weiß, deswegen sage ich es ja. Beispielsweise, ich wollte es jetzt nicht gleich wieder auf die Schiene kommen lassen. Wieso nicht? Weil wir wären nicht hier, wenn es das Stöhnen nicht überall schon öfters gegeben hätte. Beispielsweise, man kann's ich ja auch, wäre nicht geboren. Man kann es ja auch anders umschreiben. Zum Beispiel Weihnachten, die Familie sitzt am Tisch. Er will keinen Sex. Also, er weigert sich. Bayreuther, jetzt nochmal. Entschuldigen Sie vielmals, dass ich Scheiße gesagt habe, aber jetzt geht es wieder ums... etwas ganz Besonderes. Ich sag's gleich. Bitte sprechen Sie mir jetzt laut nach. Achtung. Ficken. Und, hat Sie das überfordert? Wenn ja, wir haben auch dafür Seminare. Danke. Also, gut. Gut. Markus. Also, was wollte ich sagen? Genau. Essenstisch, also ficken, ja. Am Esstisch? Der redet sich gerade im Kopf. Auch da. Gut. Also Essenstisch, ja. Das, auch da. Die Gans und... Gans am Esstisch? Mensch! Ficken. Was ich sagen will. Das ist ja ganz wenn das pervers. Weihnachtsessen, der Weihnachtsbraten gut schmeckt, was für Geräusche hörst du denn da am Tisch? Tiefer. Genau. Richtig, genau. Sehr gut. Kurze Geschichte dazu. Wir wollten das mal demonstrieren oder haben es, oder er vielmehr hat es demonstriert. Er hat mal in einem Autohaus angerufen und war wieder irgend so ein, weiß nicht, so ein BMW-Verkäufer oder so. Naja, ja, Bayreutherchen, Hallöchen, ich hätte gerne einen BMW. Ja, und dann ging es los. Sagen Sie, hat denn der auch so Alufelgen? Dann der Verkäufer, ja, selbstverständlich hat der Wagen Alufelgen. Oh, Alufelgen, Das Interessante war, der Verkäufer hatte dann wirklich schon die Dollarzeichen in den Augen. Und dann, ja, hat denn der auch Leder? Ja, klar hat der Leder. Und der hat sich schon, Leder, Und er hat es richtig auf die Spitze getrieben. Also es war, der Saal lag komplett flach vor Lachen, ja. Aber der Verkäufer hat sich wohlgefühlt. Also ja. Ihr seht, was das Stöhnen ausmacht. Richtig. Oh, auch das könnt ihr machen Leder. Am Telefon. Oh. So müsst ihr euch das vorstellen, ja? Natürlich, war klar. Nee, es war sogar noch schlimmer. Es war, okay. Es war schlimmer. Und der wurde besser und besser und besser gelaunt, hat Fragen gestellt, war total motiviert. Er war der Chef im Ring. Das war wirklich toll. Wir haben es leider nicht aufgezeichnet, aber... Matthias, das ist im Sommer, in den Sommerferien, genau unser Ding. Ja, das werden wir in einer Best-of. Ja, sehr schön. Oh, ich freue mich darauf. Gut, Markus. Stufe 3. Zugangsgeräusche erklärt. Stufe 3. Einstieg. Einstieg. Mikrofon. Disziplin, bitte, Monsieur. Ja, du hast ja nun das Flirten erwähnt. Nutzungsabwägung beim Flirten, komme ich jetzt gerade nicht mit. Beim Flirten? Frage schnell erlaubt. Die Antwort meine ich. Okay. Zwei Minuten. Nein, eine Minute. Nicht, dass Sie hier die Tische anheben. Also. Ja, der Wunsch, der Vater des Gedanken. Bei dir?
Können wir bitte mal die Mütze einblenden, Matthias? Oder was ist das? Das sieht total schräg aus. Ich finde es gut. Sehr gut. Also, Stufe 2 beim Flirten. Stufe 1 wäre zum Beispiel, nun, ich kann mir gut vorstellen, dass, so wie du aussiehst, immer wieder mal von Typen angemacht wirst. Vielleicht auch gar nicht, weil die alle Angst haben. Und wenn dann doch, kommt dann so ein holpriger Versuch, irgendwie nicht aufzufallen. Und dieser halbherzige Versuch ist eher stümperhaft, dann hätte er es auch lassen können, oder? Ja, und wenn dann schon mal so ein Prolet kommt, der über seine Kräfte hinaus wächst und dir was vormachen will, schmeißt seinen Porsche-Stift und sagt, hey, Baby! Oder kennst du das nicht? Hä? Was hält man denn von Männern, die genauso rüberkommen? Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich das so machen würde, hätte ich sofort verloren. Oder liege ich da vollkommen falsch? Also, ich will dich jetzt nicht anmachen, aber du darfst ja sagen. Nun, wenn wir, ich habe mal ein bisschen eine verrückte Frage. Du weißt ja, dass Männer oder Menschen, wenn sie sich wohlfühlen, auch gerne mal was zulassen, ein Käffchen, ein Gesprächchen, ein Küsschen oder sowas. Wer weiß, wo das mit uns endet, keine Ahnung, ist aber auch nicht wichtig. Was mir wichtig ist, wenn wir schon gemeinsam mal ein Käffchen trinken oder mal was essen gehen, dass dir das nicht langweilig wird, dass du sagst, wow, egal wo das endet, das war ein tolles Rendezvous, das hat Spaß gemacht, das war, vielleicht wird eine gute Freundschaft draus, keine Ahnung, ich bin völlig leidenschaftslos, aber damit du wirklich nicht blöd da angemacht wirst und dich wirklich nicht, und du wirklich dich als Frau fühlst, ist es mir wichtig, kann ich dir zwei, drei Fragen stellen? Oder bist du jetzt, mach ruhig. Was ist denn dir wichtig, wenn du mit einem Mann dich verabredest zum Essen? Worauf guckst du denn da? Sag mal. Ich habe mich jetzt noch nie mit einem Mann verabredet, aber... Aber klingt gut, oder? Ja, klingt gut. Also, Matthias, vielleicht kannst du ihm behilflich sein, die Welt der Männer zu entdecken. Genau, das wäre doch mal ein Sommerprojekt, oder? Also, Frage hinlänglich beantwortet, so läuft es am Telefon. Ihr werdet vielleicht, machen wir wieder einen Flirtkurs? Nee, dies Jahr nicht. Okay, aber dann nächstes Jahr, da lautet die Frage, was ist dir denn wichtig, liebe Susi, wenn du dich mit mir verabredest und es richtig heiß wird? 10 Sekunden Schweigen und was kommt in der Regel? Ich habe nicht zugehört, was? Ja, Susi hört auch manchmal nicht zu. Gut, Susi, mal angenommen, wir treffen uns und so und wir haben da ein Date und es wird vielleicht richtig heiß oder wie es läuft. Nicht mit dir nicht. Ach so. Es läuft. Was ist dir wichtig, wenn du dich mit einem Mann triffst? Und dass du frisch geduscht bist. Und allein, das kam noch nie, aber das meiste, am häufigsten kommt eine vordefinierte Antwort. Dass mein Mann nichts mitkriegt. Dass mein Mann nichts erfährt. Hä? Hat man schon gehabt. Was heißt das? Ich mach's mit dir, wenn du diese Bedingung erfüllst. Ja, wie entsteht das? Indem wir halt Vertrauen vorn aufbauen. Das muss ein besonderer Typ sein, der so in mich hineinfühlen kann. Das Wertemodell einer Frau anzuzapfen, ist schon immer die leichteste Methode gewesen.